Hallo ihr Lieben, in diesem IGTV dreht sich alles um das Thema Gleitgel, denn das Liebesspielchen macht ja auch am meisten Spaß, wenn alles ordentlich flutscht. Und auch wenn ihr mal kein Gleitgel zur Hand habt, gibt es geeignete Alternativen, die ich euch jetzt kurz vorstelle. Das beste natürlichste Gleitmittel ist definitiv ein reines Aloe Vera Gel, das zum einen super verträglich ist, schützt die Vaginalschleimhaut und hat nebenbei auch noch einen wunderbaren kühlenden Effekt. Kokosöl eignet sich grundsätzlich auch super, da es auch einen beruhigenden Effekt hat und aber auch einen kühlenden Effekt. Aber wenn ihr Toys oder Kondome verwendet, solltet ihr das nicht als Gleitgel verwenden, da das Kokosöl die Materialien angreifen kann. Natürlich könnt ihr auch Intimcremes verwenden. Die benutzen Frauen oft, wenn sie ohnehin einen trockenen Intimbereich haben. Diese sind natürlich super verträglich, da sie extra für den Intimbereich sind. Und diese Creme könnt ihr dann auch ausnahmsweise entwenden und als Gleitgel benutzen. Und last but not least, altbekannte Spucke tut es natürlich auch, wenn man wirklich gar nichts zur Hand hat. Und ich würde sagen, das ist so ziemlich selbsterklärend und wir können weitermachen mit den Produkten, die ihr auf keinen Fall benutzen solltet. Die Fingerchen weglassen solltet ihr von Vaseline, Duschgel, Seife, Babyöl, Bodylotion oder aber auch Olivenöl. So flutschig sich diese Produkte auch anfühlen, so schädlich sind sie aber auch für den Intimbereich. Sie sind dafür wirklich nicht geeignet und solltet ihr auch nicht benutzen. Diese Produkte enthalten Alkohol, Duftstoffe und Mineralöle. Diese Produkte reizen die Schleimhäute, können im schlimmsten Fall auch zu einer vaginalen Infektion führen. Und dauerhaft angewendet, kann dies dann sogar auch zu einer langfristigen Scheidentrockenheit führen. Und genau das wollen wir ja nicht. Bei wem Gleitgel öfters zum Einsatz kommt, der sollte definitiv zu den konventionellen Gleitgel greifen. Da gibt es natürlich einmal ganz klassisch wasserbasiertes Gleitgel, wie zum Beispiel hier der freche Feuchtmacher aus unserem Shop. Dieser bietet sich natürlich an, gerade wenn ihr Kondome benutzt oder eben auch Toys, da das wasserbasierte Gleitgel dieses Material nicht angreift. Zudem wurde der freche Feuchtmacher auch dermatologisch getestet und ist außerdem auch vegan. Silikonhaltige Gleitgele gehören natürlich auch zu den absoluten Klassikern. Hier zum Beispiel eins von Just Glide. Gleitgele auf Silikonbasis haben eine langanhaltende Gleitfähigkeit und bieten sich daher perfekt für Liebesspielchen an, die ein bisschen länger andauern oder aber eben auch für den Analverkehr. Das silikonhaltige Gleitgel von Just Glide ist ebenfalls vegan und auch latex-kondomsicher. Weiterhin kommt dieses Gleitgel auch ohne Konservierungsstoffe aus, ist also auch super verträglich. Und ein kleines Geheimnis, das Silikongleitgel könnt ihr natürlich auch ein bisschen zweckentfremden und für Massagen verwenden. Und das Aufregendste kommt zum Schluss. Ich stelle euch zu guter Letzt ein Gleitgel von Orgie vor. Dieses beinhaltet Pflanzenwirkstoffe aus der Amazonasregion und haltet euch fest, es hat einen wärmenden, kühlenden und kribbelnden Effekt. Es ist wirklich unbeschreiblich. Also absolut empfehlenswert für alle, die mal etwas Neues, Außergewöhnliches ausprobieren wollen. Natürlich gibt es noch viele weitere verschiedene Varianten vom Gleitgel mit Geschmack, mit wärmenden Effekt, mit kühlenden Effekt. Stöbert gerne mal bei uns im Shop herum und verratet uns auch gerne, welches ist dein liebstes Gleitgel. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.